Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Aiwanger von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Wähler sind der Überzeugung, der Freistaat Bayern muss mehr für Familien tun. Und wir sind auch der Überzeugung, der Freistaat Bayern kann mehr für Familien tun. Wenn Sie über die Landesgrenzen hinausschauen, dann schicken sich immer mehr Länder an, den Elternanteil an den Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzufahren. Hessen hat beschlossen, ab August nächsten Jahres die Kindergärten kostenfrei zu stellen. Rheinland-Pfalz ist schon einen Schritt weiter, ist schon massiv im Bereich der Kinderkrippen drin. Hamburg, Berlin setzen Markenzeichen, obwohl sie finanziell schwächer ausgestattet sind als Bayern, um die Eltern zu entlasten. Bayern hat ja hier mit dem letzten kostenfreien Kindergarten ja den Einstieg in diese Thematik hingelegt. Leider ist jetzt die letzten Jahre nichts mehr passiert. Wir Freien Wähler haben vor mehreren Jahren schon gefordert, jedes Jahr ein weiteres Kindergartenjahr hier kostenfrei zu schalten. Hätten wir diesen Weg eingeschlagen, wären wir jetzt mit dem Kindergarten bereits durch. Sie wissen in etwa die Zahlen. Das letzte Kindergartenjahr staatlich unterstützt an der Stelle mit 100 Euro pro Kind und Monat an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtung, kostet im Freistaat Bayern Pi mal Daumen 120 Millionen Euro. Rechnen Sie das weiter im Kindergarten runter, kommen hier vielleicht 250 Millionen hinzu. Und dann gehen Sie in den Kinderkrippenbereich, ab Einjährige, ein bis zwei und zwei bis dreijährige, dann wären hier mit wenigen 100 Millionen Euro staatliches Geld, wo ich überzeugt bin, dass das bei unserem Haushalt drin sein muss, ja, vielen Eltern deutlich geholfen. Wenn Sie sich eine Familie ansehen, die zwei Kinder hat, eins im Kindergarten, eins in der Kinderkrippe, das wird jährlich mit mehreren tausend Euro belastet. Kindergartengebühren im Bereich 80 bis 100 Euro, in den Städten mehr. Kinderkrippe, irgendwo Hausnummer 250, 300, 400 Euro, in München teilweise deutlich teurer, wenn es private Einrichtungen sind, die natürlich davon profitieren, dass der Ausbau der öffentlichen Betreuungseinrichtungen hinterherhinkt und dann Mondscheinpreise verlangen können, die die Eltern teilweise gar nicht erwirtschaften können. Es ist also hier dringender Handlungsbedarf gegeben, um Bayern noch familienfreundlicher zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei will ich mich auch der Debatte nicht anschließen, die gegeneinander ausspielt, Beitragsfreiheit gegen Betreuungsqualität. Das kommt ja im grünen Antrag auch etwas durch, zu sagen, macht man erstmal genügend Plätze und denken dann über die Beitragsfreiheit nach. Das kann man so tun. Ich bin aber der Überzeugung, wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, Kinderkrippe und Kindergarten gehört in den Bereich der Bildung rein. Bildung ist Staatsaufgabe. Nicht so ein bisschen mal aufpassen auf die Kinder, wie man das noch vor 30 Jahren gesehen hat. Bildung ist kostenfrei. Es wird hier gerade im frühkindlichen Bereich sehr vieles an Bildung vermittelt, was nachher nicht mehr nachgeholt werden kann. Und wir haben diese Debatte Qualität und Plätze ja auch bei der Studienplatzdebatte gehabt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, und wir haben auch damals gesagt, es muss Qualität und Kostenfreiheit für Studenten möglich sein. Dieser Weg wurde beschritten und genauso muss dieser Weg jetzt beschritten werden, nicht auf die lange Bank geschoben werden, während andere Länder an uns vorbeiziehen. Junge Familien, gerade der unteren Mittelschicht, meine Damen und Herren, sind mit der Thematik der hohen Betreuungskosten und der fehlenden Betreuungsplätze sozial massiv betroffen. Ich wage zu behaupten, dass das in Kombination mit der Wohnungsnot eine der größten sozialen Schieflagen in unserem Land bedeutet. Hohe Mietpreise, hohe Betreuungskosten, sofern sie überhaupt einen Platz bekommen. Das muss sich ändern. Das müssen wir in Angriff nehmen. Und ich fordere Sie auf, hier wirklich diesen Weg zu gehen. Die Kindergärten in einer Regelbetreuungszeit, die Hessen haben 6 Stunden, irgendwo in dieser Richtung zu sagen, bis zu dieser Höhe kostenfrei, ohne dass das die Kommunen übernehmen, sondern Freistaatsmittel.
bei den Kinderkrippen werden wir im Bereich von mehreren 100 Euro pro Kind und Monat gehen müssen, wo der Elternbeitrag runtergeht, in Kombination mit einem Ausbau der Plätze und in Kombination mit mehr besser bezahlten Erzieherinnen. Ich weiß, das kostet Geld, aber meine Damen und Herren, wenn wir für die nächste Generation Weichen stellen wollen, wenn wir die Zukunft des Landes gestalten wollen, dann müssen wir das tun. Sagen Sie uns nicht, das wäre nicht bezahlbar. Sagen Sie uns nicht, was nichts kostet, ist nichts wert. Dann wäre auch die Grundschule nichts wert, auch die kostet nichts. Und entbürokratisieren Sie auch diesen ganzen Themenkomplex. Machen Sie eine gewisse Flurbereinigung in diesem Kindergarten- und Kindergrippenverordnungsdschungel, auch bezüglich der Gebühren. Wenn man weiß, dass allein die Stadt München mehrere Dutzend Leute wohl angestellt hat, um allein die Gebühren zu berechnen. Sie brauchen schon einen Steuerberater, um überhaupt am Ende rauszubekommen, wie hoch die Gebühren für die Kinderbetreuung sind, weil irgendwo Einkommen gegengerechnet wird und dergleichen mehr. Das muss sich am Bildungssystem orientierend Richtung Kostenfreiheit gehen, muss hier massiv die Eltern entlasten und nochmal gerade auch die Mittelschicht entlasten, denn die sozial Schwachen sind hier meistens außen vor, denen wird es bezahlt, den Millionären ist es eventuell egal, aber die untere Mittelschicht, die hier gegen diese Gebühren anrudert und jährlich mehrere tausend Euro auf den Tisch legen muss, wenn es ein, zwei Kinder in diesen Betreuungseinrichtungen haben, denen müssen wir ein deutliches Zeichen geben, nicht einen warmen Händedruck, sondern hier wirklich, da muss Bares fließen, die müssen entlastet werden. Dieser Antrag steht und ich bitte um die Debatte. Dankeschön.